Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bellride. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Stimmt, ich habe euch gefragt, ob wir die Quest annehmen sollen, beziehungsweise ob wir der Dame helfen sollen oder nicht. Und wie wir uns entschieden haben oder wie ich mich entschieden habe, das sehen wir jetzt gleich. Also Leute, viel Spaß und let's go! Also Leute, es ist auch wieder einiges passiert, wie ihr sehen könnt. Die Dorfhalle hatten wir ja schon zusammengebaut und das Haus hier hinten auch. Was jetzt dazu gekommen ist, die Hütte vom Werkzeugmacher ist komplett und hier auf der linken Seite baue ich gerade noch eine Scheune. Unser Plumpsklöchen, schauen wir mal, steht hier hinterm Haus, damit der schöne Kackergeruch durch die Fenster ziehen kann. Nein, Spaß natürlich nicht. Hier entsteht ein Brunnen. Jetzt verstehe ich nur nicht, warum der so niedrig ist. Der war nämlich eigentlich schon fast fertig. Da haben nur noch die Bronzebarren gefehlt. Also der war schon wirklich richtig hochgebaut. Warum er jetzt wieder so niedrig ist, ja, das weiß nur Gott oder die Arbeiter in dem Fall. Dann habe ich mir hier noch den, wie heißt das, Schmelzofen hingebaut. Ich habe natürlich noch keinen Torf, was ein bisschen belastend ist. Den findet man anscheinend in irgendwelchen Sumpfgebieten und ich weiß natürlich nicht, wo ein Sumpfgebiet ist. Naja, auf jeden Fall haben wir hier dann noch ein zweites Lager, was ich hingebaut habe. Und die Jägerhütte steht dort hinten, wenn ihr sehen könnt. Also einfach so straight durch, da am Wald. Die Samen wurden angepflanzt, die wir von der Kräuterhexe hatten. Da haben wir jetzt auch schon einiges an Ernte. Dann habe ich, glaube ich, zwei von den normalen Häusern abgerissen, weil ja da oben ja schon drei wohnen können und wir dementsprechend ja hier unten keine mehr brauchen. Außerdem ist sowieso mein Ziel, dass wir dann da oben weiterbauen und hier unten wieder so ein bisschen wegmachen. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, wenn ich in den Forschungstisch gucke, gibt es denn kein privates Versteck, was ich auf T2 bauen kann. Ich habe jetzt auf den ersten Blick keins gesehen. Vielleicht gibt es ja dann in T3. Auf jeden Fall wäre das ein bisschen armselig, wenn meine Mitarbeiter jetzt halt so ein schickes Häuschen haben und ich aber die ganze Zeit in diesem Laubgedöns rumdödeln muss. Ja, was ist denn sonst noch so gewesen? Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter geforscht. Ich habe zum Beispiel noch eine Waffe erforscht. Und wo ist es? Hier den Holzfäller, den habe ich aber noch nicht platziert. Genau. Dann habt ihr mir geschrieben, meine lieben Leutchens, dass die Alice Cooper wortwörtlich gesehen scheiße ist. Nein, sorry Leute, nicht die Alice Cooper, es war die Phoebe, die war's, weil sie faul wäre und das 50% verringert und deswegen haben wir die gute Phoebe rausgeschmissen und ich habe auch Kit rausgeschmissen. Ja genau, ihr hört recht, Kit ist auch draußen. Ich habe dafür den Karl geholt und zwar, jetzt lass mich mal überlegen, war der aus Herndin oder aus Padstow? Keine Ahnung, einer ist aus Herndin gewesen und einer aus Padstow. Der Karl hat nämlich hier richtig viele gute Punkte in der Zweihand. Und dann habe ich den Thomas noch geholt, der richtig gut in der Forschung ist und der Phoebe im Jagen ersetzt. Genau, das sind so die zwei neuen, die ich geholt habe. Dann schaue ich mal auf meine Spickerliste. Ich glaube, das war es tatsächlich auch soweit. Jetzt haben wir es natürlich schon wieder 19.40 Uhr und ich weiß jetzt nicht, ob morgen der Winter kommt oder nicht. Schauen wir mal, hier ist das Lager schon leer, das ist gut. Und hier bei den Vorräten sieht es aktuell so aus. Also auch nicht schlecht im Prinzip. Ich habe dann in Herndin und Padstow noch zwei Quests angenommen, wenn ich eh gerade schon da war. Und zwar war das hier Mixologie, da muss ich mit der Alex Amanita sprechen. Kräuterkundler, ich weiß nicht, ob das die ist, die wir da oben schon gesehen haben und ich glaube, das ist das hier mit dem Händlerkarren. Da werden wir heute auf jeden Fall Quests machen, aber nach dem Schlafen gehen wir natürlich zuerst mal zu der guten Frau, zur Helga Priya
und schauen mal, ob wir helfen oder halt nicht. Dann schlagen wir uns jetzt mal ganz schnell unser Bäuchlein mit Essen voll. Und zwar essen wir mal hier die rote Beete und die Kartoffel und den Pilz. Kann ich die Beere auch noch essen? Nö. Oh, das Radieschen ist auch gleich tot. Dann nehmen wir doch mal hier was mit. Zwei Radieschen, zwei Kartoffeln. Das müsste eigentlich reichen. Verbände habe ich noch. Ich weiß nicht, warum hier in meinem Inventar der Zimmermannshammer rumdümpelt. Den habe ich wahrscheinlich einfach mal so mitgenommen. Genau, die Kartoffel können wir mal dahin ziehen. Und dann würde ich aber auch sagen, dass wir gleich losdüsen. Die sind ja hier beschäftigt. Dann zeige ich euch noch kurz, wo ich die Jägerhütte hingebaut habe. Und zwar hier. Da ist der Gute auch schon fleißig dabei, Zeug zu sammeln. Und endlich klappt es auch, dass wir genug von den Hirschfellen haben. So, mein Autolaufen habe ich mir auch auf eine chilligere Taste gelegt, dass ich nicht mehr hart drücken muss. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich habe natürlich den Herrn, die mir die Katze gestreichelt. Wie kann es auch anders sein? Ja, genau. Dann reisen wir eine Male hierhin. Und jetzt können wir ja auch gleich mal gucken, ob das diese Kräuterhexe ist, beziehungsweise Kräutergute Fee, Tante, wie auch immer, zu der wir dann sowieso gemusst hätten, die Alex. Nein, ist sie nicht. Okay, dann ist das wohl ein anderes Questziel. Also alles klar, dann machen wir uns auf den Weg zu Helga. Und ich wette, ihr seid genauso gespannt wie ich, beziehungsweise was heißt gespannt wie ich? Ich weiß ja, wie wir uns entscheiden werden, aber ihr noch nicht. Und ja, dann gucken wir mal, wie uns die Quest weiterbringt. Helga, bleib stehen. Okay, Leute, was werden wir klicken? Ich werde dir helfen oder ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Und dann geht's hier einfach. Ist es dein fucking Ernst? Greetings. Do you have a moment to help? Aha, okay. Alles klar. Also ich kann ja sagen, dass ich nicht einverstanden bin, was jemand getan hat und dass ich nicht helfe. Es hat keinerlei Konsequenzen auf irgendwas. Sie dreht mir einfach den Rücken zu und düst davon. Also, wenn es jetzt in Real Life gewesen wäre, dann hätte ich hier wahrscheinlich einen Vogel gezeigt oder so. Okay, dann haben wir wahrscheinlich keine Wahl, einfach zu sagen, keine Sorge, ich bring dir die Medizin, du blöde Helga. Ja? Ja, genau. Also die regt mich irgendwie auf. Was braucht sie denn eigentlich? Ach so, 4 Verbände braucht sie also. Okay. Na gut. Dann gucken wir doch mal kurz auf die Karte, wo die Kräuterhexe ist. Oh, hier. Ach so, ja, da waren wir doch auch schon mal. Ja, okay. Dann wissen wir zumindest das da. Dann können wir uns ja vielleicht so eine Route überlegen. Und der Bücherschrank ist wo? Hier. Okay, das ist eigentlich chillig. Das heißt, ich kann einfach nach Petstow düsen und dann quasi einfach hier so lang. Ja gut, dann tun wir das doch einfach. Ich habe zwar mal wieder die Befürchtung, dass die Quest mit dem Bücherschrank uns irgendwie in die Bredouille bringen wird. Aber na gut. Wartet, ich muss glaube ich hier lang, ne? Zu meinem Reiseschild. Oh, da sind Misthaufen. Irgendwas war, was ich euch noch fragen wollte, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Und was hatte das denn zu tun? Ja, ich weiß es wieder. Und zwar, Leute, wenn ich hier in dem Dings hier bin, ne, dann habe ich ja Herstellung, Schmelzen, Ernten, Landwirtschaft und so weiter und so fort. Aber worunter fällt denn eigentlich Steine abbauen? Fällt es unter Landwirtschaft oder fällt es unter Ernten? Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, denn das würde mich wirklich brennend interessieren, damit ich das nämlich auch mal richtig einstellen kann.
So, und ich kann wieder was essen. Was ist es? Radieschen. Und ich wollte eigentlich zum Reiseschild. So, ich bewaffne mich jetzt vorsichtshalber schon mal. Das andere, was auch ein bisschen doof ist, ist tatsächlich das mit den Riemen. Da man ja wirklich viele braucht davon. Ich habe zwar, also ich kann die zwar schon herstellen, aber dafür brauche ich ja die Bronzebarren, was im Prinzip kein Problem wäre, aber die sind halt auch irgendwie nicht so schnell zusammengefarmt. Und der hier hat wieder eine Quest für uns, deswegen werden wir natürlich auch für ihn ein offenes Ohr haben. Was brauchst du denn, Igor? Oh ja, ist ja gut. Das finde ich auch so doof. Naja, macht nichts. Braucht ein bestimmtes Material. Erzähl mir mehr. Ein Set Hirschgeweih für den Helm. Ja, ich versuch's mal. In Ordnung. Okay, das ist kein Problem, solange nicht 5 davon braucht, weil 2 habe ich schon. Okay, dann rüsten wir uns wieder aus. Nee, ich glaube, ein Hirschgeweih habe ich, sorry. Gut, und da ist wohl der Karren. Jetzt habe ich ihn gefunden. Untersuchen. Karrenwerkzeug. Questgegenstand. In Ordnung. Das heißt, jetzt muss ich mit dem Buchhändler wieder sprechen. Das machen wir dann aber später. Wir brauchen Mixologie. Genau. Dann düsen wir jetzt nämlich zu ihr dahinter. Ja. Machen dann da noch die Quest und ich hoffe, dass meine Leutchens in der Zeit alles fertig bauen. Ach, das ist die, wo auch die Kuh stand, oder? Ja. Mit Alex Amanita. Ach so, das ist ein Typ. Hä, sorry, Leute. Ich wusste es ja eigentlich, aber Alex ist halt für mich... Ja, keine Ahnung, warum ich mir gedacht habe, es wäre eine Frau. Macht nichts. Er hat mich geschickt. Oh, es ist doch wieder diese Jahreszeit. Hat er dir das Gewürz gegeben? Ja, ich hab's. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Sprich noch einmal mit dem Kräuterkundler. Kräuterkundler. Nein, so heißt es wahrscheinlich nicht. Oh Gott, jetzt braucht er natürlich wieder ein Eberhauer. Okay. Ein Mischkolben. Wo kriege ich denn einen Mischkolben her? Okay. Leute, wo kriege ich den Mischkolben her? Das weiß natürlich wieder keiner, ne? Okay, also wir können auf jeden Fall das im Pet Store abgeben. Das ist nämlich auch sowas, die Karawanenteile. Ach so. Hä? Blut und Gedärme. Ja. Okay, meine Schatzchen-Mausis. Dann reisen wir jetzt wieder nach Hause. Aber warte mal. Kann ich nochmal mit ihm sprechen? Was hat denn der eigentlich zum Kaufen? Ach, der hat auch Samen. Guckt mal an. Sehr schön. Aber die habe ich alle schon. Das heißt, es tut halt... Ich habe nicht gesagt, dass du gehen darfst. Okay. Dann düsen wir einmal schnell in die Hut, würde ich sagen. Gut, wir sind wieder zu Hause. Und wir brauchen ja dieses Eberhorn, oder wie hieß es denn jetzt gleich? Die Fallen hier sind auch schon wieder kaputt. Die muss man auch schon wieder austauschen. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier ins Jägerlager, weil ich nämlich die Eber ausgemacht habe. Aber dann mach mal kurz die Eber und lass mal die Hirsche. Okay, also für die Eberhauer-Quest hier für Mixologie müssen wir also noch ein bisschen warten. Dann können wir doch eigentlich mal hier auch die Restaurierungsquest machen. Einen Baumstamm habe ich schon. Ich brauche aber noch einen. Gibt es noch irgendwo einen? Er hat einen. Wo trägt denn er den hin? Bleib mal stehen. Den gibst du mir. Danke. Dann kann ich nämlich vielleicht mal meine kaputte Axt kurz hier ablegen. Muss ich mir dann eine neue mitnehmen.
Genau. Zweimal Fell, das war ja zweimal das Hirschfell und zweimal Seil. Das müsste eigentlich alles hier oben sein. Insellager. Was ich cool finde, ist, dass tatsächlich dann hier solche Kisten stehen. Das finde ich richtig nice. Das haben sie sich gut ausgedacht. Zweimal Fell und zweimal Seil. Okay, cool. Jetzt haben wir für ihn auf jeden Fall alles im Inventar. Hat jetzt noch was Platz für eine andere Quest? Die Trophäen kann ich jetzt noch nicht. Bronzepfeil kann ich nicht. Vier Verbände. Vier Verbände. Müssten doch eigentlich auch hier drin sein. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ah, wahrscheinlich sind sie doch nicht hier, sondern unten im Lager bei den Dingern. Bei den Dingsi-Döngsis. Aber hier ist nix, ne? Nö, hä? Wo sind die Verbände? Hier auch nicht. Oh Mann, bin ich blind? Nein, ich bin nicht blöd. Irgendwie haben wir keine Verbände da. Warum? Die sind doch, ich glaube, eigentlich auf Auffüllen. Schauen wir mal nach. Zielmenge erreicht. Ja, wo sind sie dann, wenn ich fragen darf? Was brauche ich denn dafür? Salbei und Flachs. Okay. Mache ich mal schnell selber noch welche. Zielmenge erreicht. Bin ich dumm, Leute, schon wieder? Flachs und... Jetzt habe ich halt keinen Platz mehr im Inventar. Ich glaube, ich bin einfach dämlich, aber naja, was soll's. Ich hoffe, dass ich jetzt zwei wenigstens noch hinkrieg. Wo sind sie denn? Riemen, bla bla bla. Verband. Ach, einer geht bloß. Dann brauche ich nochmal zwei Salbei. So, jetzt macht es den zweiten Verband. Dann haben wir insgesamt vier. Und dann können wir das abgeben gehen. Und ich glaube, mehr passt ja dann auch nochmal ins Inventar. Ich kann zwar nochmal kurz schauen. Genau, das wird der Bücherschrank. Muss ich einfach nur mit ihm sprechen. In Petzl. Und genau, das andere geht einfach noch nicht. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Petzl. Petzl. Oh, unsere Sammelhüttenforschung ist komplett abgeschlossen. Coole Sache. Sammelhütte freigeschaltet. Okay, und wo ist mein Questziel jetzt schon wieder? Wo bist du? Questziel ist Erdes. Ich muss mal schauen. Yes. Bezüglich der Aufgabe. Ja, hier ist alles. Oh, sehr schön. Haben wir wieder was bekommen. Und wir können uns Arbeiterbuch aussuchen. Es war mir ein Vergnügen. Sonst noch was? Ja, hast... Kann ich dir irgendwie helfen? Was brauchst du? Essen. Essen. Dann schauen wir mal, was wir tun können. So, was war denn jetzt noch hier? Das da, ne? Oder? Ach so, jetzt müssen wir da hinten mit ihm sprechen. Ja, okay, das macht jetzt keinen Sinn, weil ich dann eigentlich ja zuerst Blut und Gedärme fertig machen möchte. Deswegen einmal zu Helga. Wo ist sie denn schon wieder unterwegs, Helga? Helga? Da hinten. Helga, ich habe deine Verbände dabei. Kannst du bitte da bleiben? Wegen der Bandagen. Hier sind sie. Münzen und Ruhm habe ich bekommen. Und ich bin ein Freund von Bradford. Das ist sehr schön. Ja, ich könnte ihn jetzt rekrutieren, aber möchte ich nicht. Was bist du? Igor. Sag mal, wie sieht's mit dir aus? Nicht gut, okay. Dann schauen wir noch weiter, denn aus dem Dorf haben wir ja noch keinen und es wäre eigentlich schon cool. Oh, ja, natürlich, wir müssen von oben beobachten. Kann ich sie auch fragen? Aha, ich kann sie auch fragen. Ah, und sie, ah, nee,
Das ist eine andere Helga. Aber schaut mal, Gelehrte. Forschung plus 4, Stärke minus 3, Gewandtheit minus 3. Wir haben halt aber schon jemanden, der so hoch in der Forschung ist. Deswegen weiß ich nicht, ob sie uns was bringt. Ich meine, gut, warum nicht, ne? Why not? Sie kann ja trotzdem helfen. Du bist Arbeiter und kannst heimgehen. Jetzt haben wir noch 881. Vielleicht kriegen wir ja damit noch irgendjemanden dann Land gezogen. Hallo? Juhu, ich legge. Was tut sie? Neo. Ja, geh halt runter. Mein Gott. Es ist dunkel. Ich möchte doch noch jemanden, bevor alle pennen gehen. Hi. Oh, Heiler. Ein Heiler. Der möchte natürlich nicht, weil ich zu low bin und das Dorf noch nicht befreit ist. Danke für nix. Und du? Den habe ich, glaube ich, schon gefragt. Ja. Den kann ich nicht fragen, den auch nicht. Was ist mit dem? Appreciance, den kennen wir schon, ne? Du? Nee, der ist zu Ding. Jocelyn, wie schaut's bei dir aus? Ted. Ach Mann, es muss doch irgendjemanden geben für meine 881 Öcken, ey. Hallo Frau, bleib da. Ach, du bist Helga. Nee. Ach, Expertenzimmermann kannst du auch vergessen. Otto. You are in no position to make... You are in no position to make blah. Hey, hey, you. Ich kann dich doch trotzdem fragen. Petra! I'm sure you mean well. Nee, die will auch nicht. Und die Ariadne? Okay, das war irgendwie klar, dass das jetzt, dass da jetzt einfach gerade keiner mehr will, außer wieder irgendein Bettler wahrscheinlich. Ja. Ich kann mir gerade niemanden mehr leisten und es ist jetzt auch schon richtig dunkel. Deswegen, meine Lieben, beende ich den Part an der Stelle auch. Sagt mir mal bitte, was Befreien ist, wenn ich auf Befreien klicke. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wart genauso überrascht wie ich von der Entscheidung von Helga, dass sie sich einfach umdreht und geht und nichts weiter passiert. Aber ich meine, ist ja gut zu wissen, ne, fürs nächste Mal. Also Leute, in dem Sinn, schönen Abend und gute Nacht.